Everyone has a dream. But what would you do to get it? Some seek fame and fortune, but the price of stardom is high. You have to fly higher. But the higher you rise to glory, the greater you fall from it. In the end, all secrets come to light, even in death. Somit herzlich willkommen zu einem neuen Wimmelbildspiel, Danse Macabre, tödliche Träume. Ich habe schon alles soweit ein bisschen eingestellt. Ich hoffe, der Ton ist soweit gut. Wir fangen dann auch gleich mal an. Spürnase, Detektiv, Inspektor. Ich würde sagen, wir spielen es auf Mittel. Tipps und Lösungen laden langsamer auf. Healerstrafen. Ja, okay. Du kannst die Schwierigkeit während des Spiels im Menü ändern. Das war bis jetzt bei jedem, glaube ich. So, dann schauen wir mal, was jetzt hier los ist. Madam White, I have a message for you. The Ashworth family has personally requested your services. Their daughter Marion has been murdered while attending the prestigious Belfort Academy of Dance. You want to speak to the headmistress, Madam Compton, as soon as you arrive. Here is a photo of the victim and the school's address. So, was haben wir dann Feines? Reden wir erstmal mit You must be the private investigator the Ashworths hired. If it was up to me, you wouldn't be here. But the Ashworths have friends in high places. Ah, Handschuhe sind immer gut. So, was haben wir dann noch? Was ja ein Campus hier bleibt, der Wunsch offenbar bestimmt. Dann schauen wir mal nach. Was finden wir dann? Alexa aus. So. Wir können hier drei Gewinnspiele oder mehr mal sehen, wenn sie überfallen wurde. Kampfspuren. Also Kampfspuren haben wir hier einmal. Dann da ist das verrissen gewesen. Im Gesicht ist eine. Ne, der zählt nicht. Okay, an der Hände ist definitiv Kampfspuren. Und an der Knöchel. Noch zweimal Kampfspuren müssen wir finden. Also wie gesagt. Ah, hier ist verrissen. Das sieht auch wie Kampfspur aus. Ah. Persönliche Gegenstände. Ja, die Uhr. Oh, die Uhr ist kaputt gegangen. Viertel nach zwei ist passiert. Okay. Der Ring ist was Persönliches. CS. Okay, die persönlichen Gegenstände haben wir auch. Was jetzt? Sicherstellen, dass nichts übersehen wurde. Elefant. Oh, das ist eine Narbe.
Bewischt das Mutter mal. Was ist das? Blonde Strähne oder was das war? Okay, wir haben einen Medaillon gefunden. My condolences, Mr. and Mrs. Ashworth. I know this must be hard for you, but I need you to identify the body. Ja. Outrageous! You think this is a joke? That's not my daughter. I've never seen her before in my life. Okay. Madam White, here. This is Marion. Don't listen to these incompetent bunglers. Marion is alive. She must be. Please, bring her home. Okay. Also haben die die Positionen getauscht, oder was? Hier hat sie gelegen, ist mit dem Kopf aufgeklatscht anscheinend. In der Kante sogar. Autsch. Okay, gibt's hier noch was? Eine Metallstange, mit der können wir dann irgendwas machen, aber was weiß ich noch nicht. So, was haben wir da hier? Infos. Name unbekannt, Studentin, 18 bis 25 Jahre alt, Verbindung zum Fall ist es Opfer. Ashworth, Studentin, 20 Jahre alt, Verbindung zum Fall vermisst. Beruf weiß man nicht. Okay, das ist die Mama halt. Ja, okay. Wir müssen jetzt halt jetzt rausfinden, wo A, die Tochter abgeblieben ist. Oder was passiert ist. Oh. Ah ne, da kann ich jetzt nichts machen. Aber hier liegt was drunter, aber da komme ich schon jetzt nicht dran. Da fehlt mir hier noch was. Was ist das Medaillon? Kann ich mir das Medaillon näher angucken? Nee. So, die Leiste mache ich mal klar, wo wir fix. Dass ich halt jedes Mal gucken muss. Da hinten kommen wir raus. Ah, guck mal an, da ist was. Aber da komm ich halt dran. Da komme ich so nicht dran, aber dann wissen wir, da haben wir schon mal irgendwas. Haben wir noch irgendwo was, was man nur sucht? Nee. Gehen wir mal weiter. Oh, bis ich das Ganze leiser für mich drehe. Okay, hier brauchen wir einen Noteschlüssel, dass wir hier was öffnen können, aber den haben wir noch nicht. Na, das war das hier. Ich habe daneben, ich hab vorhin drauf gedrückt. Okay, was haben wir hier im Schrank? Können wir den öffnen? Ja. Ah, hier haben wir Cache. Da können wir doch bestimmt das mit dem Cache. Jo. Jetzt haben wir ein kleiner Cache. Ich würde sagen, ja, dafür brauchen wir es. Gut. Dann gehen wir mal schnell raus, Wirre, zum Teich. Oh, die sind andere sind weg. Dann können wir das doch bestimmt rausfischen. Jo. Jetzt zurück zum Werkzeugkasten und geht es auf. Geht auf. Okay, wir haben eine Schraubenschlüssel und eine Schippe. Warum ist denn hier ein Loch drauf? Also hier ist die Scheibe kaputt. Gehen wir mal weiter. It's terrible. Simply terrible. In all my years here, nothing like this has ever happened. I was just on my morning stroll when I saw poor Marion lying there. Aha. Ja, das gibt bestimmt einen richtigen Schock, wenn man es sieht. Gut, was haben wir hier noch Feines? Also sie hat sie gefunden. Da ist überall Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Da kann ich nichts tun. Können wir hier wieder Schnellreise sowas? Ja, wir haben eine Schnellreise, cool. Gehen wir mal raus. Also ich glaube, jetzt kann ich hier das ein bisschen anheben. Ah, guck mal an, Notenschlüssel. Notenschlüssel hilft uns sogar richtig gut. Da können wir erstmal durch jetzt gucken.
was hier oben ist. Mal gucken, was wir hier finden. Oha. Ah, müssen wir jetzt die gleichen finden, oder was? Auge. Pfeil. Schlüssel. Schloss. Ah, immer die passende zusammen. Hufeise, Brille. Nee. Pfeil. Kleeblatt. Also ich würde sagen Kleeblatt und Hufeise. Oh, nicht Brille. Hufeise und Kleeblatt passt zusammen, genau. Pfeil und Bogen. Und was war das? Auge und Brille. Ah ja. Okay, was haben wir hier? Eine Münze, Knopf. Aber mehr dürfen wir nicht hier rausholen. Eine Minispielmarke und ein Schubladenknauf haben wir gefunden. Keine Ahnung, für was wir das erstmal brauchen. Was haben wir hier? Kann ich? Nee. Kann ich ihr das Bild geben? This is Marion Ashworth? Mhm. Oh my, I can't believe this. I assure you, madam, I know all my students. And this young woman has never attended Belfort Academy. Okay, wo ist sie dann abgeblieben? Oh, das ist ein Wimmelbildspiel. So, also, wir brauchen eine Taschenuhr, die versteckt ist wahrscheinlich. Rote Schleife, Vorhängeschloss, die Zahl Nummer 7, Federkiel, Kette, Schuhe, Ring, Pfeife, Uhrzeiger. Was? Ein Buddha-Kopf. Ah ja. Und ein Taschenmesser. Dann fangen wir erstmal ganz einfach an. Ich mag hier so Dinge. Also hier können wir bestimmt irgendwas drauf schreiben. Hier haben wir schon mal den Buddha-Kopf. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir irgendwo Kreide oder was finden. Das doch geht bestimmt nicht. Schuhe. Schuhe? Schuhe. Oder der Schuh. Dann der Ring haben wir hier in der Mitte. So, was haben wir dann noch? Ein Federkiel. Ja, du hast ja auch geschrieben, das könnte Federkiel sein. Nein, das ist kein Federkiel. Hm. Was war das? Eine Uhrzeiger, okay. Wir müssen doch irgendwas... Ah, da ist die Schleife. Also die rote Schleife. Das Vorhängeschloss. Hier muss eine Ente rein, so wie das aussieht. Sehe ich irgendwo eine Ente? Ente, 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 Ente? Ach, guck mal, hier kann man auch noch aufziehen. Ah! Jetzt ist die Taschenuhr und das alles freigelegt. Hier ist schon mal die Taschenuhr. Das Vorhängeschloss habe ich auch schon gesehen. Der Federkiel ist hier. Eine Kette. Was ist da? Eine Kette. Und die Zahl Nummer 7. Ach, guck mal, hier ist doch... Ach, ich kann das doch... Da jetzt. Schreiben wir einfach hier die 7 drauf. Okay, so schöne 7 hätte ich jetzt nicht schreiben können. Bei mir wäre die eher zack, zack, aber... Ja, okay. So, was haben wir denn noch Feines? Ein Taschenmesser fehlt uns noch, eine Pfeife. Die Pfeife liegt hier. Und eine Kette. Die Kette ist doch das hier. Ja. Jetzt brauchen wir nur noch das Taschenmesser. Taschenmesser, Taschenmesser. Hm. Ah, da liegt es doch hinten dran. Hinter der Kaffeekanne. Dann haben wir doch jetzt alles. Das habe ich hier vorhin schon versucht anzuklicken, deswegen wusste ich, wo das ist. Und nein, ich spiele es wirklich zum ersten Mal, das Spiel. Gefunden! Sesselknopf. Okay, das sieht aus wie so ein roter Sesselknopf. Was kann man noch? Was haben wir denn da hin? Wir haben doch den Knopf gefunden, der passt doch bestimmt da dran. Und hier haben wir doch noch einen Knopf. Kann ich das jetzt aufmachen? Schleife, Ding. Pinsel kann ich mir, also Messer, was ist hier? Das geht nimmer. Erstmal immer alles mitnehmen. Wer weiß für was, was ist da, was glitzert da? Okay. Du musst den Briefkasten jetzt auch vielleicht etwas. Ja, okay, da brauche ich aber bestimmt Zahlenkombination oder sowas. Was haben wir hier? Dose Gummiband. Oh je, finde ich mal allerlei Ausrüstungssachen. Schnur.
Jetzt wird's aber immer geiler. Was haben wir hier? Blume? Ah! Alter Trick. Zack. Schon haben wir auf. Aha. Das muss das Zimmer von ihr sein. Warum ist denn er jetzt so der Rübergang? So, hier schon neue Informationen. Name, Madame Compton. Beruf Direktorin der Akademie. 63 soll die sein. What? Die hat sich aber saugut gehalten. Verbindung zum Fall kann das Opfer persönlich. Gut, dann suchen wir mal weiter. Was haben wir hier? 2074. Das wird bestimmt die Nummer sind für draußen. Unser Haufen Post, da brauchen wir einen Schlüssel. Ja, wie ich mir schon dachte, da können wir nichts öffnen. Was haben wir hier? Oh! Ah, das sind die Knöpfe für die. Sagen wir schnell, wo wir brauchen. Da brauchen wir noch rote Knöpfe. Gut, 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 gut. Können wir die Blume angucken? Ah, ne, da gehen wir schon wieder zu dem Spiel zurück. Das wollen wir ja nicht. Warum ist hier das Fenster offen? Was ist da oben? Eine Stimmgabel mit dem Schrank einfach. Spinneweb. Okay. Haufe ungeöffneter Briefe. Hm. Feuerzeug oder was? Na, was war denn hier? Liebes, wir hoffen, es geht dir gut. Seit fast 6 Monaten bist du jetzt auf der Akademie und wir vermissen dich sehr. Oh, das ist aber lieb. Hast du meinen Brief bekommen? Dein Vater und ich sind sehr stolz über dir. Trotzdem wäre es schön, wenn du uns mal persönlich schreibst. Ich liebe und vermisse dich, deine Mama. Oh, das ist doch lieb. Oh, und hier mal grüner Knopf. Ah, jetzt müssen wir die grüne suchen. Was haben wir noch? Beweis A, Beweis B. Ah ja, okay. So, da kommen wir wieder zum Spiel. Was haben wir hier? Das ist wieder der Schrank. Stimmgabel. Nee, nee, ich will einfach mal raus. Ich will jetzt mal gucken, ob die 2074 hier passt. 20, 7, 4. Ja, das hat gepasst. Ah, guck mal, hier meine blaue. Nur wegen dem Knopf habe ich das jetzt hier geöffnet. Okay. So, dann gucken wir mal hier weiter. Ah, jetzt kann ich bestimmt die da draufsetzen. Gut. Info. Ordnen die Knöpfe so an, dass sie auf dem farbliche passende Unterteil sind. Okay, das ist jetzt nicht so. Okay, wir müssen jetzt gucken, dass da oben ein roter ist. Da brauche ich eine grüne. Die da oben stimmen schon mal. Jetzt kann ich mich in der Reihe orientieren. So, das stimmt, die Außen stimmt. Da muss ich jetzt gucken, dass ich blaue reinkriege. Das heißt, wenn ich jetzt noch einmal drehe, habe ich blaue drin. Da und grüne, das stimmt ja schon mal. Aber hier muss jetzt noch grüne rein und darüber rote. Der rote ist da. Hm. Schade, das muss so sein, aber die beiden müssten getauscht werden. Hm, wie kriege ich die jetzt getauscht? Nee, das geht ja nicht. Geht das vielleicht? Knapp. Knapp, knapp, knapp. So, aber wie das Ganze jetzt weitergeht, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Haltet durch, bis zum nächsten Mal und tschüss.